Ein Ladenbesitzer heftete ein Schild über seiner Tür an. Auf dem stand, Welpen zu verkaufen. Schilder wie diese haben eine große Anziehungskraft auf kleine Kinder. Und tatsächlich erschien ein kleiner Junge unter dem Schild des Ladenbesitzers. Für wie viel verkaufen Sie die Welpen, fragte er. Der Ladenbesitzer antwortete, alle zwischen 30 und 50 Dollar. Der kleine Junge griff in seine Tasche und zog etwas Kleingeld heraus. Ich habe 2 Dollar 37 Cent, sagte er. Kann ich sie mir bitte ansehen? Der Ladenbesitzer lächelte und pfiff. Und aus der Hundehütte kam Lady, die den Gang vor dem Laden hinunterlief, gefolgt von 5 winzig kleinen Fellbällen. Ein Welpe blieb weit hinter den anderen zurück. Sofort griff der kleine Junge den zurückbleibenden, hinkenden Welpen heraus und sagte, was ist mit diesem kleinen Hund los? Der Ladenbesitzer erklärte, der Tierarzt habe den Welpen untersucht und entdeckt, dass er keine Hüftgelenkpfanne hatte. Er würde immer hinken, er würde für immer gelähmt sein. Der kleine Junge wurde aufgeregt. Das ist der kleine Welpe, den ich kaufen möchte. Der Ladenbesitzer sagte, nein, du willst diesen kleinen Hund nicht kaufen. Wenn du ihn wirklich willst, werde ich ihn dir schenken. Der kleine Junge geriet ziemlich außer sich. Er sah direkt in die Augen des Ladenbesitzers und zeigte mit dem Finger auf den Hund und sagte, ich will nicht, dass sie ihn mir schenken. Dieser kleine Hund ist genauso viel wert wie all die anderen Hunde. Und ich bezahle den vollen Preis. Das heißt, ich werde Ihnen jetzt 2 Dollar 37 Cent geben, jeden Monat, bis ich ihn bezahlt habe. Der Ladenbesitzer entgegnete, du willst diesen kleinen Hund gar nicht kaufen. Er kann nie laufen und springen und mit dir spielen, wie die anderen Welpen. Als Antwort bückte sich der kleine Junge und rollte sein Hosenbein auf, um ein stark verdrehtes, verkrüppeltes linkes Bein zu enthüllen, das durch eine große Metallschiene gestützt wurde. Er sah zu dem Ladenbesitzer auf und erwiderte weich, nun, ich laufe selbst nicht so gut. Und der kleine Welpe wird jemanden brauchen, der ihn versteht.